Bitte, ne? Vollidiot, ne? Was heißt eigentlich FIFA, ne? Vollidiotenverein oder was, ey? Naja. Lukas hat grad nichts zu tun, außer bitte sagen, ne? Du Vollidiot, ey. Weil ich sitz auf Reservebank bei Bayern schon seit Tagen. Naja. WM war halt ganz okay, alle haben gefeiert. Naja, halt. Also, außer Kev Kurani, Uwe Mujila und Oli Kahn halt, ne? Auf unseren Trikots stehen hinten Wörter drauf und Zahlen, ne? Und die kann ich alle auswendig, also pass mal auf jetzt, ne? Oh yeah! Ich duschte nackt mit Kapitän Michael Ballack, hat kaum Tore gemacht, aber krass gejammert. Hatte ne Binde an und viel geflennt, das ist der Grund, warum ihn jeder der Mädchen nennt. Der nächste Vollidiot hat lange Haare, obwohl 8 hinten draufsteht, ist er 30 Jahre. Sein richtiger Name ist Pfosten Frings, wenn er Stollenschuhe auszieht, rufen alle hier stinkt. Dann der Fimose, Miro Klose, war immer gut so und drüber lachen. Pups war bei Salto in die Hose, aber spricht halt irgendwie auch meine Sprache. Coole Idee, eigentlich jetzt Lehmann, nur eine Frisur für Kopf und Piemann. Guckt bei Elfmeterschießen Spickzettel an und sieht wie die Voodoo-Puppe aus von Oli Kahn. Der Streber im Team ist Philipp Lahm, darum hat er blaues Auge und kaputten Arm. Der Angeber hat angeblich mittlere Reife, ne, und benutzt beim Duschen Mädchenseife. Schweinibas, also Basti Schweinsteiger, ist ein cooler Vollidiot und eigentlich ganz nett, ne? Weil schlafen schnarcht und sabbert da zwei leider, aber spielt mit mir in Mannschaftsbus, Trinkerquartett. Yo, we can't forget, vermehrte Sacker. Hat einen bescheuerten Namen, ne? Hey und Donkey, also Devido Donkur, der Blitzkugel schoss leider bei WM kein Tor. Hat zwar wie Mädchen bei Italien geweint, aber speichert immer schweinische Wörter in sein T9 ein. Vollidiot, Vollidiot, ne? Lukas ist auf Zack, ne? Und mit ruhiger Hand, ne? Wie Mohammed Ali ballern wir uns jetzt durch EM-Quali. Also, mal sehen, ne? Schau dann erstmal bei Lukas.